Thumbnail habe ich jetzt auch. Sehr gut. Dann gucken wir, was ein Stand mit rotierender Reklametafel ist. Gibt es nur in der Wild-Erweiterung. Was stand da jetzt? Ein Laden, der Artikel anderer Standtypen verkaufen kann. Aha! Was? Dafür gibt es extra einen Laden, Alter? Ach, ich glaube, das ist einer aus der CSO-Datei. Ach, jetzt kann man da... Yeah, buddy. Okay. Ballons verkaufen zum Beispiel. Okay, cool. Da kann man aussuchen, was die verkaufen sollen. Das ist einer aus der CSO-Datei. Sehr gut. So. Ein paar Mülleimer und sowas muss ich mal wieder machen. Holzbank. Mülleimer. So. Sehr gut. Das sieht doch richtig geil aus. Oh, jetzt kommt denn hier aber mit der Attraktion, ey, Alter. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so laggt, wenn ihr euch das Video anguckt. Aber bei mir laggt es ein bisschen. Keine Ahnung warum. Kann sein, weil ich gerade noch ein Video render. Hä? Daran liegt's. Dino-Maske. So. Kaufen die sich da jetzt was? Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn jemand so eine Dino-Maske auf hat. Da, die kaufen sich was. Ha! Das sieht ja bekloppt aus. Was? Die hat so einen Handschuh. LOL. Das ist ja lustig. So. Was könnten wir denn noch machen? Nach den kleinen... Oder wir machen mal ein Tiergehege. Was für Tiere habe ich denn? Gorilla... Und so weiter und so fort. Holzzaun, Maschendraht und Elektrozaun. Den Elektrozaun, den packen wir dann mal. Kopf aus Stein. Ne, den müssen wir da größer machen, so. So. Das ist jetzt ein Elektrozaun. Und was für Tiere muss man in Elektrozaun tun? Ein Eisbär, ein Elefant, ein Gorilla. Prügeln sich die Tiere, wenn ich zwei unterschiedliche reintue? Nehmen wir an, ich packe so einen Leopard und so eine Gazelle rein. Hier gibt es aber coole Tiere. Panther, Orang-Utan. Dann mache ich mal ein... Elephant. Oh, männlicher Elefant, weiblicher. Ein männlicher. Wumms. Und ein weiblicher. Wumms. Hoffentlich vertragen die sich. So, was ist das? Ein Elefantenhaus. Ach du Scheiße. Der Käfig muss eindeutig größer sein. Boah, das ist ja riesig. Großes Spielzeug. Ach, das ist so eine Zuschauerdings. Ach so. Mach den Käfig noch kleiner. So. Stärkeren Tieren. Safari-Spielsachen. Ja, da müssen wir den hier natürlich ein bisschen größer machen, ne? Um die Elefanten anzugucken, zahlt man 2,50. Die Elefanten brauchen natürlich auch Bäume. Vielleicht können sie sich gar nicht mehr bewegen. Komm, Zaun hier. Bisschen größer machen. So, und nach dahin noch größer. Und dann haben wir hier sowas wie eine Hand oder so. Das hier möchte ich verschieben. Fütterung ist übrigens. Oft füttern. Ach scheiße. Ich habe ja noch gar keine Tierpflegerin. Ah! Auch gut.
Da, Tierpflegerin. Ah. Ach doch, ich habe doch eine Tierpflegerin. Sucht nach Dung. Achso, ich dachte, die muss man jetzt extra einstellen. Scheiße, ich will das Elefantenhaus irgendwie verschieben. Wie habe ich denn hier so eine Hand oder so? Dann kaufe ich einfach ein neues jetzt. Alter. Elefantenhaus. Eins Löschen. Ja. So. Das ist nochmal ein geiles Elefantenhaus. Was kann man hier noch machen? Ein paar Bäume hinstellen. Sicherster Park. Juhu. So. Warum ist das hier drin? Frage ich mich gerade. Naja, wie auch immer. Ein kleines Wasserbecken können wir den Elefanten ja noch machen. Machen wir Radius kleiner und nach unten. Da steht der Baum im Wasser. So, dann haben wir den Elefanten auch ein Wasserbecken. Färben. Ja. Sand. So. Bisschen hiervon, bisschen davon. La 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 la. Und der Elefant ist tot. Ach so, cool. Wasserfälle kann man auch machen. Hier haben wir noch nichts Neues. Safari-Spielsachen. Auch gut. So. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Dino-Burger. Geil. Dino-Burger. Dann packen wir nochmal direkt einen Dino-Burger hier hin, ne? Boah, cool. Der hat so eine Kralle. Boah, Jurassic Park-mäßig und so. Ja. Dann drehen wir mal hier. Da hinten haben wir noch eine Menge Platz zum Bauen. Aber jetzt wollte ich hier eigentlich so ein bisschen... Oh ne, jetzt wollte ich hier so ein Terraform ein bisschen machen. Ich wollte mal gucken, wie das mit den Wasserfällen funktioniert. Das wollte ich nämlich direkt hier so unter diese fetten Kurve machen. Warte mal, ich versuche das jetzt. So. Nein, ich lasse es. Hier muss ich ein bisschen tiefer machen. So, ich brauche auf jeden Fall zwei Wasserquellen. Dann mache ich das hier hoch. Und das hier hoch. So. Mach das ein bisschen kleiner. Und ich glaube, das muss, oder? Warte mal, wie ging das denn nochmal, ey? So. Das hier runter. Das auch hier runter. Und da unten muss ich tief machen, ne? Hier ist mal so ein... Das ist mal größer hier. Und dann hier unten so ein Loch rein. Donut, gut. Wasser und Wasser. Wasser, ich habe gesagt Wasser. Och Mann, ey, das ist so eine Kacke hier mit den Scheißdingern, ey. Muss ich das wieder hoch machen, ne? So, hier ein bisschen hochziehen wieder. Zack, 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 hochziehen. So, jetzt. Wasser da nach da. Kante muss gerade sein. Fickt euch doch ins Knie. Sag mir mal ein Wasserfall, wo eine Kante gerade ist. Find sie nicht. Oh Mann, ey, das riecht mich auf, dieser Scheiß. Mal einfach so. Ebenerdig hier wieder. Das ist so eine Geldverschwendung, ey. Zieht euch das rein. $76 verschwendet oder Euro oder was auch immer. Leck mich am Arsch. Was? Jetzt schweben da so Platten in der Luft. Ich fass das langsam nicht mehr. Ich fass das nicht. So, jetzt machen wir es uns ganz leicht. So, wir nehmen jetzt das Ding hier und ziehen das nach oben. Und das hier ziehen wir nach oben.
Und das jetzt hier nach oben. Verkaufsstand mit aufblasbaren Artikeln. Nein, keine Gummipuppen. So. So. Ja, neue Erfindung. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Ich will jetzt hier gucken, wie das geht. So. Oh Mann, ey. Neue Erfindung. Ja. Ach, siehste. Sogar die CSO-Dateien musste er erst erfinden. Ich fasse das nicht. Da lade ich mir Dateien runter, die das Spiel verbessern sollen. Und dann kann man die noch nicht mal anwenden, sondern muss die erst freischalten. So, hoch. Hoch. Du auch hoch. Nein, du auch hoch. So. Jetzt das hier in der Mitte runter. So. Jetzt könnten wir das ja noch so machen, dass wir die Ecke so runterziehen. Die Ecke so runterziehen. Oh Mann, was willst du denn? Meeresschildkröte, toll. Kann man die jetzt essen oder was? Mann. Und voll mit Wasser jetzt. So, und jetzt machst du hier den Wasserfall von da nach da. Ja. Ja, Wasserfall. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Das sieht ein bisschen dumm aus mit dem Viereck jetzt herum. Aber ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich bin so gut. Schnauze. Ich will den Wasserfall nicht ändern. Du gehst mal an der Seite. Fehlermeldung. So. Bestes Essen. Cool. Nur weil ich in Dings investiere, sag ich dir nur. Wenn man investiert, dann hat man auch Preise. Wenn sie diese Wasserfläche ändern, wird mindestens ein Wasserfall gelöscht. Trotzdem vorfahren? Nein. Und das Ding steht trotzdem noch. Was für ein Fehler im Spiel. Na, ja, kann man eigentlich lassen. Nein. Oh, leck mich doch, ey. Ich will hier aufs Wasser drücken, ey. Dann mache ich den Wasserfall nochmal kurz weg. So. Und jetzt mache ich ihn nochmal hin. Jetzt müsste mich auch links die Kante... Leck mich am Arsch. Links die Kante voll sein. Nein, warum geht das links denn noch nicht? Das riecht mich jetzt noch auf. Aber egal, sieht eigentlich ganz gut aus. Yeah, buddy. Geilomat 5000. Was brauchen wir denn hier? 600 Besucher im Park. Wir haben 839. Was willst du? Ah, Mindestverkehrswert 100.000. Das dauert. Oh ja, oh ja, oh ja. Eine Löwenshow. Packen wir hier hin. Eingang da, Ausgang da. So, für die Löwenshow nehmen wir natürlich 2,50 Euro. Und packen... Ne, erstmal normalen Weg. Den normalen Weg. Von... Komm schon. Nein, jetzt muss er erst hier hoch. Ich fass es nicht. Oh, noch höher. Oh nein. Warte mal, mach ich direkt eine steile Treppe hin. So, gerade jetzt. Ey, der geht immer noch nicht übers Löwengehege, ach, übers Dingsgehege. Boah, scheiße. Warte mal, dann muss ich erst, wenn ich hier gerade hab, nach da. Dann nach da, nach da, nach da. So, und jetzt nach unten. Jawohl. So. Alles fit. So, dann kann man hier schön den Eingang, Löwenshow 1. Hochflieger wurde repariert, meine Mechaniker sind die besten. Dann fülle ich das mal aus. So. So, jetzt haben wir hier noch eine Menge Platz. Aber da sieht der Freizeitpark doch schon mal richtig geil aus.
Was könnte ich denn jetzt hier noch machen? Ach, hier, dieser Aussichtsturm. Da kommt er hin. Höher, höher, höher. Höher, 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 höher. Höher, höher, höher. Höher, höher. Oh, mehr geht nicht. So. Ja, hier, betriebsbereit, schön. Ich will hier aber... Leck mich doch am Arsch. Geht doch nochmal. Da. Eingang und Ausgang will ich jetzt hier haben. So, hier erstmal den Ausgang und den Eingang. Dann eröffnen wir das. So, 250, damit man meinen geilen Park angucken kann. Dann machen wir, boah, warte mal, wenn das jetzt passt, dann, das wäre ja geil. Kriegen wir das irgendwie? Naja, warte mal. Komm schon, hoch hier. Ja, euer, euer, euer. Jetzt bin ich da hinten. So. Runter, 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 runter. Muss ja auch alles miteinander verbinden, die ganzen Wege hier, ne? Genau hier zum Beispiel. Oh mein Gott. Ist ja fast alles verbunden. Damn! So, richtig nice. Alter, was ich so in zwei Folgen schaffe, ne? Wenn ich die am Stück drehe hier. Nummer 5 und Nummer 6, ey. Unfassbar. Ich habe immer noch 3000 über. Dann würde ich eigentlich sagen, dass ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause mache. Ja. Da oben sieht man nochmal schön die Achterbahn und unter dem Wasserfall. Wämmst du hier mit der Schraube her? Naja. Viel geredet und wir machen eine Aufnahmepause. Größter Fail in der Geschichte der ganzen Fails. Seht ihr es? Ausgezeichnet, sie sind ein echter Tycoon. Genau wo ich gerade auf F9 drücke, um die Aufnahme zu stoppen, kommt hier ausgezeichnet. Ey, ich dachte schon, ich hätte jetzt mit F9 irgend so ein Pop-up-Fenster geöffnet. Nein, da seht ihr die ganzen Ballons fliegen und Tycoon. Ah. Das heißt, in dem, warte mal, vierten, fünften, sechsten, in dem siebten Let's Play werde ich dann selbstverständlich mit Level 2 anfangen. Oh mein Gott. Fail.